Ja, mein Name ist Raul Schlösser. Ich bin Schulleiter der Städtischen Gesamtschule Langenfeld, die auch den Arbeitstitel Prisma-Schule trägt. Wir sind 2013 gegründet worden und haben so die Schwerpunkte im Bereich individuelle Förderung mit Hilfe digitaler Medien und arbeiten seitdem sehr erfolgreich damit. In der Praxis sieht es so aus, dass die Kolleginnen und Kollegen eben jederzeit in den Klassenräumen auf die interaktiven Whiteboards zugreifen können, sodass Unterrichtssequenzen mit Hilfe von Präsentationen vorbereitet werden, durchgeführt werden. Jederzeit einen Internetzugriff, um Dinge exemplarisch vorzustellen. In der Tat sind wir dadurch, wie ich so schön immer sage, kreidelos an der Schule. Alle Arbeitsergebnisse können eben mit Hilfe der Whiteboards visualisiert und digitalisiert werden. Im weiteren Verlauf können die Schülerinnen und Schüler natürlich je nach Bedürfnis der Unterrichtssequenz auch auf die Laptops zugreifen und auch Arbeitsergebnisse damit produzieren, abspeichern und für den späteren Gebrauch wieder aufrufen. Beziehungsweise Arbeitsergebnisse können so natürlich auch jederzeit miteinander verglichen werden. Ich möchte etwas vorstellen zum Bereich Leistungsbewertung im Hinblick auf den Einsatz digitaler Medien. Digitale Medien und gute Schule ist für uns eben ein alltäglicher Auftrag. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen. Zum einen aus dem Fachbereich Mathematik, wo sich die Fachkonferenz Mathematik entschieden hat, die Themenbereiche Addition und Subtraktion von Brüchen am Beispiel oder mit Hilfe von der Erarbeitung und Produktion von Lernvideos vorzubereiten. Die Schülerinnen und Schüler können dort auf der Basis ihrer eigenen Lernausgangslage sich an unterschiedlichen Teilbereichen der Produktion mit einbringen. Im Detail werden eben die Videos so gestaltet, dass vorab der inhaltliche, der mathematische Teil geklärt wird. Im Anschluss haben die Schülerinnen und Schüler ein kleines Drehbuch entwickelt mit den inhaltlichen Dingen, die zur Erklärung der Addition oder Subtraktion geliefert werden müssen. Und im Anschluss wurde das Ganze dann als Gruppenprozess aufgenommen und im schuleigenen pädagogischen Netz wieder abgespeichert. Einen ähnlichen Bereich und ein ähnliches Beispiel gibt es aus dem Bereich des Deutschunterrichtes. Dort gibt es die Unterrichtsreihe zu den Balladen. Schülerinnen und Schüler haben dort auf der Basis ihrer individuellen Interessen, aber auch Zielsetzungen verschiedene Elemente entweder analysiert und recherchiert, beispielsweise zu Balladenautoren, zu der jeweiligen Epoche, haben auf der anderen Ebene Unterrichtssequenzen und Lernvideos vorgestellt, die nachher auch im pädagogischen Netz gespeichert wurden. Der Vorteil ist dann hier eben auch im Hinblick auf die Leistungsbewertung, dass die Arbeitsergebnisse jederzeit wieder abrufbar waren, sodass sie auch gegenübergestellt werden konnten zu den Qualitätsmerkmalen des Unterrichts und den Leistungsbewertungskriterien, sodass sie sehen konnten, am Tag X habe ich ein Arbeitsergebnis gehabt, das hatte eine gewisse Qualität und mit Hilfe von unterrichtlicher Arbeit konnte ich das Ganze im Nachhinein noch verbessern, sodass man auch eine Unterrichtsentwicklung und eine Lernprogression feststellen kann. Der Einsatz digitaler Medien an unserer Schule nimmt eine sehr schöne Entwicklung. Die Lehrerinnen und Lehrer haben jetzt in dieser vierjährigen Zeit unserer Schule sehr gut ihren Alltag konstruiert und wissen einfach, dass es wie die verschiedenen Dinge ablaufen, wie man sich einwählt, wie die Dinge im Alltag für die Schülerinnen und Schüler genutzt werden kann. Die ursprünglichen Ängste, die existierten, weil man einfach keine Kreidetafel mehr hat, die vielleicht der ein oder andere über mehrere Jahre genutzt hat, sind abgebaut worden. Die Berührungsängste, wie wir sie auch so benannt haben, das liegt vielleicht auch mit daran, dass wir in jeder Klasse zwei Schülerinnen und Schüler haben. Wir nennen sie Tafelritter, die eine Art First-Level-Support übernehmen können für den Fall der Fälle, dass doch mal irgendwie ein Aussetzer existiert, ein Kabel nicht richtig eingesteckt ist oder eine Verbindung nicht hergestellt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler unterstützen da sowohl die Kolleginnen und Kollegen als natürlich auch Mitschüler, die immer mal wieder irgendwie an einem Gerät feststellen, hier ist irgendwas verstellt, hier gibt es eine Einstellung nicht her oder ich kann gerade bei einer Videoproduktion Ton oder Bild nicht aufnehmen. Die Motivation für die Schülerinnen und Schüler auf der anderen Seite ist natürlich massiv gestiegen. Die freuen sich darauf, tagtäglich die Laptops oder Tablets im Unterricht einzusetzen, mit den verschiedenen Settings und Arrangements, die es da gibt. Für mich als Deutschlehrer ist auch das Ergebnis, das Abendland geht nicht unter, formuliere ich mal, nur weil ein Schüler jetzt die Analyse oder den Analyseaufsatz eben digital produziert oder auch auf ein Papier schreibt. Das Arbeitsergebnis, die Kompetenz, die dahinter steht, die bleibt ja erhalten, beziehungsweise die wird auf der gleichen Weise ausgebildet, wenn nicht sogar auf einem höheren Niveau. Da ja auch, wenn das Ergebnis eines digitalen Produktes möglicherweise noch mehr Anforderungen und Qualitätsmerkmale aufzeigt, als es ein Papiertext zeigt. Der Einsatz digitaler Medien ist durchaus gelungen. Kolleginnen und Kollegen nutzen das sehr alltäglich und Schülerinnen und Schüler reflektieren ganz genau, wann ist der Einsatz von digitaler Medien sinnvoll und erfolgreich und wie wird er vor allem erfolgreich?